50 Fragen zu Retro Games. Peter, Bram, Christian und Sepp sind dabei. Vorbereitet von Lucy. Vielen Dank und los geht's. So, Andi, geile Sau. Let's go. Ballern. Cool. Jetzt mal ja, das ist TikTokisiert. Schneller Einstieg. Und wir versuchen jetzt, die 50 Fragen voll in 30 Sekunden zu machen. Ja, 30 Sekunden haben wir jetzt nur Zeit für alles. Okay, Frage 1. Dankeschön an Lucy fürs Vorbereiten. Dankeschön. Falls ihr euch fragt, was sind Retro-Spiele? Ja? Andi, ja. Also, du kannst doch hier jetzt nicht uns alte Männer hier jetzt, ne? Irgendwie zu versuchen zu TikTokisieren. Ja, aber wir müssen doch jetzt auch irgendeine Challenge machen. Hier Spülmaschinenreiniger schniefen oder so. Weiß nicht, vielleicht wäre das ja sogar besser als die 50 Fragen. Ich meine, keine Ahnung. Nein, die 50 Fragen sind mir heilig. Video, wo wir Spülmaschinenreiniger schniefen, ist bestimmt besser. Ja, und wer von uns dann überlebt? Tag habe ich Urlaub. So, jetzt habe ich mich schon mal aufgeregt, jetzt komme ich so langsam an bei den 50 Fragen. Jetzt können wir loslegen. Sehr gut. Ja, das ist schon mal warm gemacht. Lucy schreibt dazu. Als Retro-Spiele werden meistens Games bezeichnet, die vor der überwiegenden Veröffentlichung von 3D-Spielen Mitte der 90er Jahre herauskamen. Häufig werden aber bereits Spiele bis zum Ende der 90er Jahre als Retro angesehen. Daher hat sie sich in diesem Quiz für Spiele entschieden, die vor dem Jahr 2000 erschienen sind. Das ist doch eine schöne Definition. Ich bin mal gespannt. Also irgendwann sind dann ja dann noch auch keine Videospiele von 2000 bis 2010 Retro, oder? Irgendwann ja. Ab wann? Irgendwann schon. Ja. Also ich möchte mal ganz kurz sagen, dass Christian mit seiner Lebensweisheit, die er da vielleicht schon ein bisschen mehr sammeln konnte, als wir vielleicht hier, leichter Favorit ist. Nee. Ich war maximal 12 bei den Spielen. Ich durfte nie spielen. Bei Videospielkram hätte ich gesagt, also ist Peter vorne. Ja, ich habe ja nie die alten Sachen gespielt. Ich habe ja nie ein Unreal oder ein Doom gespielt. Ja, aber das sind ja schon nicht Retro-Games. Unreal ist ja schon 3D. Ja, aber die hat doch gesagt, alles, was vor 2000 rausgekommen ist. Ja, richtig. Okay. Du hast nie Unreal gespielt, oh Gott. Ja, guck. Schade. Also, ich gehe davon aus, dass ihr heute viel buzzern werdet. Ja. Und wir starten direkt mit Frage Numero Uno. Und die lautet, Leisure ist das Spiel... Leisure Shoot ja, okay, Larry. Sepp. Ja, das Spiel richtig. Leisure Shoot Larry ist die das Frage. Ist Ich sage euch immer das Spiel, um dass die Frage sich dreht. Ach, man muss jetzt zu Ende sagen. Der hat auch gestockt. Ich habe kurz deshalb, ich dachte, er hat sich nur versprochen. Ja, aber du musst hier ja immer auf Zack sein. Ja, also hätte er sagen können, Leisure und dann so, vervollständige oder so. Aber Sepp war falsch. Ja. Also, wie lautet denn der Nachname von Protagonist Larry? Keine Ahnung. Leisure. Habe ich auch nicht gespielt. Also das mit ihren komischen Altherren-Sex-Witzen. Ja, genau, das war mal da zu sehr angedeutet. Da hast du lieber Wet the Sexy Empire gespielt, weil das war ein gutes Sexspiel. Ja, mit Lula. Oder Lula. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Lula, ist schon richtig. Larry Lula. Hab gerade getrunken. Ich kann mit Lalu. Getrunken, da fällt mir das wieder ein. Drei, war eine Wirtschaftssimulation, ja? Eins. Und dann schließe ich diese Frage. Leffer. Ja, der heißt Larry Leffer, stimmt. Oh, ich dachte, das wäre jetzt irgendeine Textanspielung wieder, dass der halt Larry Fallos heißt oder so. Weil Harry Heffer. Larry Leffer. Harry, wer ist denn Harry Heffer? Wer ist Harry Heffer? Nein, der Harry Heffer heißt. Ja, ich kenne nur Heffer Nan. Wer ist denn? Meinst du den Playboy-Dude? Ne, der heißt Heffner. Heffner? Ja, ich weiß. Aber das ist halt gut, dass du den meinst. Und der ist ja auch Harry. Hugh und nicht Larry. Ja, und auch nicht Harry. Gott. Okay, ja. Also, wir gehen mal schnell weiter zu Frage Nummer 2. Es geht um The Elder Scrolls und die Frage lautet: Wie heißt denn der erste Teil. Christian. Arena. Das ist korrekt. Sehr The gut. Elder Scrolls Arena, der erste Teil, der 1994 erschien. Frage Nummer 3. Pac-Man ist das Spiel. Und die Frage Bram. Oh. Es geht um anhand einer Pizza. Es ist an eine Pizza angelehnt. Ja, es kann sein, ist aber nicht die Frage. Welche Farben haben Bram? Oh. Okay, die sind rot, blau, gelb und that is it. Das ist es nicht. Welche Farben haben denn die vier Geister? Rot, blau, grün und lila. Nein. Rammen. Komm, Alter. Okay, die sind rot, blau und gelb und dann lila. Nee. Nee, schade. Na dran.
Ja. Rahmen. Da sind die rot, blau und gelb und dann sind die nicht lila, sondern rosa. Also pink, rosa, irgendwie so halt. Ja, ist das ein Unterschied? Pink und rosa ist dasselbe, oder? Ich lasse das so gelten, ja. Die Farben sind rot, blau, dann nicht gelb, sondern orange, aber das ist sagen, das so, orange, so ein gelb-orange. Es ist so ein gelb, orange also, und pink. Ja. Ja, also ist, okay, okay. Lass ich so gelten. Ist in Ordnung. Ja, so. Für Farbenblinde ist das schon okay. Du, du, du. Ja. Bram. Frage 4. Es geht um Elite. Oh. Was für ein Gefährt ist denn die Cobra Mark III? Brammen. Ein Helikopter. Fuck you. Nein. Fuck you. Nein. Peter. Ein Raumschiff. Das kann nicht ja, das sein. Oh, Elite war. Oh, Scheiße, Elite war Raumschiff. Elite war im Weltall, Leute. Das hab ich sogar gekauft. Ach, oh, Mann, ich hasse es. Das Raumschiff? Wie teuer war das? Aber das wusste ich auch, Christian, ja. Also, das war jetzt nicht geraten. Ich war bei Sniper Elite oder so. Hubschrauber. Ja, sehr gut. Frage Nummer 5 ist eine Schätzfrage. Ihr dürft also bitte eintippen. Aus dem Spiel Monkey Island. Wie lange kann Guybrush Threepwood die Luft unter Wasser anhalten? Oh, fuck. Tippt das bitte ein mit Einheit. Also, Hier warte ich jetzt vor allen Dingen Sekunden, auf den Minuten, Tipp Stunden. Von dem größten Fan der Serie, Dennis Brammen. Ja, ich sag mal so, also der war krass, Peter. Ja. Der war überdurchschnittlich gut. Also über 3 Minuten, sag ich. Oh, was mach ich denn hier? Was hat der denn da? Das, oh, das musste man eigentlich wissen. Das ist schade. Hab ich nicht gespielt. Ja. Deutlich über 3:10, sag ich, Peter. Das kommt okay, auch alle haben einen im letzten Teil nochmal vor. Also, der jetzt neu rausgekommen ist. Wo der. Entschuldigung. Kein Problem. Ja, okay. Alle haben eingeloggt. Christian hat die geringste Schätzung. Er sagt 5 Minuten. Oh. Dann kommt Bram mit 5,5 Minuten. Sepp sagt 7 Minuten. Und Peter, also, ja, er das ist ein bisschen weiter weg. Wie bei Schätzfragen immer 60 Minuten. Sagt Alter, Peter. Was, eine Stunde? Aber das ist doch nicht unrealistisch. Was? Die richtige Antwort. Guybrush Threepwood kann 10 Minuten die Luft unter Wasser anhalten und damit ist Sepp am nächsten dran. Ach, Peter, dann gebe ich dir schon so einen Tipp, ja, und dann misst du so. Ich war so deutlich hart. Über 3:10 mit meinen 60. Das ist absolut richtig, Peter. Frage Nummer 6 aus dem Spiel Command & Conquer. Oh. Im deutschsprachigen Raum wurde Alarmstufe Rot als Teil 2 der Serie vertrieben. Im Rest der Welt war das allerdings nicht so, da Alarmstufe Rot als eigenständige Spielreihe herauskam. Welches C&C war im Rest der Welt? Christian. Welches C&C war im Rest der Welt? Der zweite Teil. Der zweite Teil müsste ja dann eigentlich Tiberian Sun gewesen sein, also der dritte. Müsste nicht nur, es ist so. Nice. Korrekte Antwort, genau. Der dritte war ein Tiberian Wars? Ja. Alter, das ist so traurig, dass EA diese Reihe hat sterben lassen einfach. Haben wir ja gar nicht. Tiberium Konflikt, das habe ich auch im Kopf. Ja, das war Teil 4, wo Kane wieder zurückkam und die Aliens dann kamen mit dabei, was richtig scheiße war alles. Aber das war aber vom Teil war das cool zu spielen, nur im Multiplayer, weiß ich noch, waren diese Alien-Fraktionen, genau, die war völlig OP. Ah, schwierig. Aber das war auch, also es war. Andi, kannst du da mal kurz deine Meinung auch zu geben, Andi, vielleicht? Wir gehen jetzt zu Frage 7. Würde ich wusste das aber, also das ist tatsächlich so ein Ding, das wusste ich gar nicht, weil ich habe immer gedacht, es gibt ja die Tiberium-Serie und die Alarmstufe Rot-Serie und habe ich immer gedacht, die kam ja im Wechsel. Und ja, ich dachte auch, das wäre eine Serie so. Also jetzt eine kommt gar nichts mehr. Da gab es Generals noch. Wobei man aber auch sagen muss, Sepp, haben wir nicht damals auf der Gamescom diesen, oder was, auf der E3, den letzten Teil, den die rausbringen wollten, haben wir doch angespielt und der war kacke. Und der ist ja dann gar nicht rausgekommen. Ja, der ist nicht rausgekommen, weil das halt so super pacinges Spiel-Shit war und überhaupt gar keine Tiefe hatte. Dann haben sie es versucht, auf dem Handyport rüber zu ballern. Oh ja. Und das habe ich auch gespielt und war enttäuscht und dann haben sie es eingestampft. Nur weil du enttäuscht warst, haben die das eingestampft? Krass. Nee, ich glaube, weil es einfach auch scheiße war, weil, also, nicht nur ich war enttäuscht. Ja.
Wir gehen zu Frage Nummer 7. Ja. Genau. Frage Nummer 7 ist eine ABCD-Frage. Das bedeutet, ich stelle euch die Frage, ihr habt Zeit zu buzzern. Wenn niemand buzzert oder ihr die falschen Antworten gebt, dann lese ich euch die Antwortmöglichkeiten vor und ihr tippt dann bitte den richtigen Buchstaben ein. Die Frage ist, handelt sich um das Spiel King's Quest 1. Und zwar, welchen Beinamen trägt denn König Edward? Brammen. Der Große. Nein. Brammen. Der Tyrann. Nein. Da hätten wir mal King's Quest gespielt, ne? 4, 3, 2, 1. Okay, dann gebe ich euch vier Antwortmöglichkeiten vor. Ihr tippt bitte den Buchstaben ein. Ist der Beiname von König Edward entweder A, der Starke, oder B, der Gütige, oder C, der Mutige, oder D, der Grausame? A, der Starke, B, der Gütige, C, der Mutige, D, der Grausame. Kann ja alles sein. König Edward. Ich hätte am Anfang gedacht, der Schreckliche oder so, aber das war Ivan. Ja, Ivan, das stimmt. Peter ist beim starken Edward, Brammen und Christian sind beim grausamen Edward und Sepp ist beim mutigen Edward. Es ist der gütige Edward, deswegen nein, keiner. Ja, Schicksal, Marc. Stark. Ja, sehr gut. Schön umschifft. Frage Nummer 8. Es geht um das Spiel Moorhuhn. Ja. Oh, geil. Es wurde ursprünglich als Werbespiel für eine bekannte... Oh ja, das weiß ich. Whisky-Marke, das ist Jack Daniels. Johnny Sepp? Walker? Ja, es ist Johnny Walker. Das war's. Johnny Walker, irgendeine Texas von den beiden. Ranger. Belastend. Warum hatten die nicht mal gedrückt? Wir haben, du Frage. Warst einfach schneller. Ich habe versucht zu drücken, wirklich die ganze Zeit. Krass. Ich habe nur einmal dann geklickt und dachte so, okay, will keiner? Frage 9. Das ist wieder eine Schätzfrage, also eintippen. Und es geht um das Spiel Space Invaders. In welchem Jahr erschien denn das Spiel? Alter. Also ihr braucht mir nur das Jahr zu nennen. Oh, hoppala. Nein. Irgendwie so. Welcher Plattform kam das denn auf dem C64? Auf PlayStation 1. iPhone. Auf dem iPhone gibt es bestimmt Space Invaders. Auf PlayStation 1 gab es bestimmt auch Space Invaders. Das weiß ich nicht, Peter. Gab's doch schon so Remakes von Retro-Spielen? Bestimmt. Von Sony. Alle haben eingeloggt. Ja. Peter sagt 1974. Brahmen und Christian sagen 1979. Oh. Und Sepp sagt 1992, also etwas später als die anderen. Ich meine, das wäre kurz vor den 80ern gewesen, irgendwie so. Ich bin hochgegangen von 72 auf 74, auf 75, auf 79. Ich habe leider keine Ahnung. Ja, die richtige Antwort ist 1978. Damit sind Brammen und Christian gleich weit weg. Und das bedeutet, beide kriegen 4 Punkte. Geil, ich zieh ran. Damit führt Christian mit 22 Punkten aktuell. Aber wir sind ja jetzt erst bei Frage 10, die jetzt kommt. Also ist ja noch alles offen. Mega. Und es geht um Eric and the Floaters. Floaters? Die Kacke, die oben hängt, oder was? Ja, das sehen wir jetzt. Dieses Spiel erschien nämlich nicht, erschien nur in Europa unter diesem Namen, da man befürchtete, dass das Spiel aufgrund des eigentlichen Titels mit damals aktuellen terroristischen Anschlägen in Verbindung gebracht werden könnte. Das Spiel ist der erste Teil einer großen Reihe, die wie heißt? Okay, also wie heißt Eric die Reihe? And the Floaters. Ja. Worum könnte es wohl gehen? Ist das so wie Froggers? Dass da so ein Fluss ist und dann muss man da so drüber springen? Aber warum sollte halt irgendwann mit Terrorismus... Oh, das könnte so ein Flugsimulator sein, weil man dann irgendwo reinfliegt. Ist das Peter. Rainbow Six? Nein. Eric and the Float. Ja, vielleicht heißt ja der Captain von den Rainbows, heißt ja Eric. Also ich die Serie mich, heißt dann ja wahrscheinlich so, dass die Leute denken, das könnte was mit Terrorismus zu tun haben. Ja, stimmt, aber, dann, aber so wenn die dann Rainbow heißen würde, dann hat er nichts damit zu tun. Aber wer ist Eric? Also Eric ist der Erich. Was hat der so getan? Ja, welches Spiel hat denn so einen Namen, was mit Tod einhergeht? Milzbrand Nummer 3. Death Stranding. 5. Ja, als Retro-Spiel schon. 4. Unreal. 3. Tournament. Christian.
Oh, Floaters ist für Geister. Soul Reaver. Nein. Floaters ist für Geister. Oh mein Gott, hat das lange gedauert. 2-1. Und ich schließe die Frage. Nicht. Die Reihe heißt Bomberman. Bomberman. Ja, wäre mir auch als nächstes eingefallen. Ja, heißt der Eric Bomberman? Vielleicht heißt er nur Eric und der ist der Bomberman. Oder so. Ja. Endlich aber haben wir die Identität von Bomberman enthüllt. Aber der heißt doch auch Eric. Bruce Batman, oder? Eric. Bruce Bomberman. Ja. Frage 11. Welches Spiel zählt denn als Urvater der Videospiele? Sepp. Pong. Ja, genau. Ja. Pong. Obwohl es bereits vorher andere Spiele gab, schreibt Lucy hier noch dazu, das erste bekannte ist das Cathode Ray Tube Amusement Device von 1947. Pong erschien aber erst 1972. Das klingt nach einem tollen Spiel. Cathode Ray Tube Amusement Device. Ja, da wurden die Sachen noch technisch beschrieben. Also die haben so einen Oszillator gespielt? Oder also Kathoden. Ja, du hast, glaube ich, so Drehregler dann einfach gehabt und dann hast du. Ja, das war bei dem Amiga. Ach so, ja, stimmt. Möchte die Story interessieren hinter dem Spiel. Naja, Frage 12. Ist wieder eine ABCD-Frage, wir machen es wie eben. Ja. Es geht um, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche, Baphomets Fluch oder Baphomets Fluch. Keine Ahnung, lest direkt die Antworten vor. No. Welchen Tätigkeiten gehen die Protagonisten Nicole und Christian? Das sind Detektive. Ah, ich glaube, es sind Journalisten. Jo. Ja? Oh, scheiße. Investigativjournalisten, Peter. Journalist und Koch. Nein. Scheiße, ich Welchen weiß nicht. Tätigkeiten gehen die Protagonisten Nicole und George nach? Okay. Mach ich, Peter. Okay, einer ist ein Journalist und der andere Koch. Ist, was macht Sinn? Ist doch egal. Damit. Journalist und Detektiv. Nein. Das ist auch nicht die Antwort. Das mache ich jetzt nicht. Hä, ja. Warum nicht? Ja, aber vielleicht kriegt er ja vorher, dann, weil sonst habe ich da ja nichts von. Was ist noch wichtig? Wichtig? Wo ist Journalist denn wichtig? Nein. Journalist und Soldat. Nein. Da Buffum jetzt Fluch 5 oder so habe ich gespielt. Journalist und Hausfrau. Mhm. Worum geht's denn in dem Spiel? Ja, das ist schon so lange her. 4. Wird jemand ermordet? 3. Ich hab's auch nicht gespielt. Wer ermordet? 2-1. Und ich schließe diese Frage. Wie gesagt, wir machen jetzt kein ABCD, weil sonst würdet ihr alle das Richtige schreiben. Das macht gar keinen Sinn. Sie sind eine Journalistin und ein Anwalt. Ah, Anwalt. Anwalt ist auch so ein typischer Serienberuf, den man einfach hätte sagen können. So wie Arzt. Ja, so wie Arzt nicht. Oder so, ja. Arzt hätte auch sein können. Aber ist der Anwalt. bevor ich Anwalt wusste, hätte Arzt für mich genauso gut sein. Frage 13. Ihr gebt oder tippt bitte alle ein. GTA 2 ist das Spiel. Für welche 4 Plattformen erschien das Spiel? Und pro Plattform gibt es einen Punkt. Also ihr schreibt bitte jetzt 4 Plattformen auf. Und wenn die jeweils richtig sind, gibt es einen Punkt. Und es geht um GTA 2. Ja. Gab's das da schon? Und? Was war das? Wie heißt das Ding nochmal? Warum hab ich GTA 2 gespielt? Das habe ich auf dem PC auf dem Handy. Okay. So, komm her. Ich finde Super Nintendo. Also, Nintendo war ja raus, ne? Jala. Hey, Jala. Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt passt. Was haben wir denn dann noch? War das erst GTA 3? Keine Ahnung. Gut, alle aber eingeloggt und ihr habt alle eine Sache geschrieben und zwar der PC und das ist natürlich auch richtig, deswegen kriegt ihr auch alle dafür einen Punkt. Hat Christian auch dann, so schön vorgesagt. Ja, als wenn man nicht wüsste, dann geht ja zwei. Wir haben es ja selber auf dem PC auch gespielt. Ja, okay. Ich habe es nicht auf dem PC gespielt.
Nicht? Wo denn? Oh, PlayStation 1. Richtig. Genau, und das habt ihr auch gut. alle geschrieben und auch das ist korrekt. Also auch hier kriegt jeder von euch einen jetzt Punkt. Bin ich gespannt. So, dann, Peter hat jetzt geschrieben, Nintendo 64. Nein. Hey, habe ich auch überlegt, aber das passt doch von der Grafik-Engine überhaupt nicht. Nintendo hat doch solche Spiele gehabt. Ich habe Nintendo GameCube genommen. Also Peter hat noch geschrieben, Nintendo 64 und der Game Boy. Brammel hat noch geschrieben, die Xbox und der Nintendo GameCube. Christian hat geschrieben, noch zusätzlich die Sega Mega Drive und die SNES. Und Sepp hat noch Xbox 360 und Amiga geschrieben. Die richtige Antwort ist, neben dem Windows-PC und der PlayStation ist GTA 2 auch noch für Dreamcast erschienen und den Game Boy Color. Dreamcast, nicht Mega Drive. Oh, was? Und deswegen für den Game Boy kriegt Peter noch einen Punkt. Aber das ist doch gar kein echter Port. Die haben doch einfach ein neues Spiel gemacht. Game Boy Color sind unterschiedliche Sachen. Ja, aber die haben doch dann einfach ein neues Spiel gemacht und haben das auch GTA 2 genannt. Tja, scheinbar. Aber das ist die Antwort. That's it. Ihr steht ja für welche vier Plattformen erschienen das Spiel. Ja, macht auch Sinn. Was Bullshit. Ist geportet worden. Also, das bedeutet nur, Peter bekommt hier noch einen dritten Punkt. Alle anderen haben zwei Punkte. Gab es nicht zwei Punkte pro richtige Antwort? Nein. Pro richtige Antwort gibt es einen Punkt. Weil es vier Antworten gibt. Ich wollte jetzt hier einen wegsnacken. Ich dachte, Andi hätte das so anmoderiert. Nein. Peter, Andi hat überhaupt nichts anmoderiert. Andi hat gesagt, geht los. Jetzt mittlerweile bin ich dabei, Christian, nachdem Peter jetzt hier auch noch so Punkte snacken möchte. Frage 14. Geht um die Siedler. Wie heißt denn das Entwicklerteam? Das Blue Byte. Ja, in das Düsseldorf. Ist korrekt. Okay. Entschuldigung. Ja. Ah, easy. Das hat mich geärgert. Zeit, ja. Frage 15. Es geht um Donkey Kong. In diesem Spiel hatte Mario seinen ersten Christian. Oh nein. Mir fällt es gerade nicht ein, aber ich glaube, ich weiß, worauf es hinausläuft. Keine Ahnung. Ja, das reicht Werner. Mann! Leider falsch. Der hieß Jumpman, wenn es darum geht. Ja, darum geht's und das ist auch korrekt. Fuck. Genau. Damals hieß er noch Jumpman. Frage 16. Das ist wieder eine Schätzfrage, also ihr tippt bitte ein und es geht um Mortal Kombat. Bis zu welchem Jahr war das Spiel, das 1992 erschien, in Deutschland indiziert? Also seit wann ist es nicht mehr indiziert, wie auch immer. Ne? Der erste Teil? Oder ja, welcher? Scheinbar. Achso, okay. Mortal Kombat. Also Mortal Kombat 4, aber irgendwann Ende der 90er noch gespielt. Da war dann in 3D. Dann so. Sinn? Ja, die hatten alle einen Stock im Arsch früher. Nee, warte mal kurz. Wann ist das erschienen? 1992. Okay, alle haben eingeloggt. Sepp sagt bis 2006. Dann haben Bram und Christian sich wieder für 2012 für das Gleiche entschieden. 20 Jahre, dachte ich. Scheiße. Und Peter 2022. 30 Jahre. Also wir immer noch. Krass. Werden Spieler automatisch? Ewig. Also nee. Ist das so, dass Spieler irgendwann automatisch? Nee, die können dann aber nochmal. Die werden nochmal geprüft. Also Doom ist zum Beispiel auch ewig indiziert gewesen. Okay, also dann hat man scheinbar bei Mortal Kombat irgendwann gesagt, jetzt ist es nicht mehr so schlimm wie früher. Ja, genau. Oder wie? Nee, weil der allgemeine Gewaltheitswahrnehmung sich geändert hat in der. Ja, und vor allen Dingen, damals war das ja das, was technisch am nächsten an die Realität rankommt. Genau. Und heute ist, da lacht man ja drüber. Das sieht ja komplett cartoonmäßig aus, einfach nur denkt man so, jeder Lucky Luke-Cartoon ist ja schlimmer. Einer lacht auf jeden Fall jetzt auch und das ist Peter, denn 2020 ist korrekt, dann ist er nur zwei Jahre entfernt. Okay, krass. 28 Jahre dann. Wahrscheinlich hat keiner einen Antrag gestellt. Ja, krass, aber sehr lang. Frage 17. Geht um Age of Empires, ist wieder eine Frage mit A, B, C, D und E diesmal auch, aber ihr habt erst Zeit zu antworten. Age of Empires. Das Baby im Rollstuhl. Ah, fast. Welches dieser Völker ist nicht im ersten Teil spielbar? Wow. Ihr könnt versuchen zu buzzern. Aber das soll ich jetzt machen? Mal. 5, 4, 3. Christian? Die Ägypter. Nein. Da, Brammen? Die Chinesen.
Nein, 3, 2, 1 und dann gebe ich euch die Antwortmöglichkeiten. Ist es A, sind es die Ägypter? Okay. Oder B, die Chinesen, nimm B. Die Römer. Oder C, die Babylonier. D, die Griechen. Oder E, die Phönizier. Also A, die Ägypter, B, die Römer, ach, C, die Babylonier, bitte jemand A D, nehmen. Die Griechen oder E, die Phönizier. Ich habe A genommen. Alle haben eingeloggt. Plausibel. Brammen und Christian sagen erneut das Gleiche und sagen B, die Römer. Damn it. Peter sagt Damn D, it. Die Griechen und Sepp sagt E, die Phönizier. Und auch kurz drüber nachgedacht, einfach weil E jetzt zum ersten Mal dabei ist, dazu nehmen. Pattern hier wieder erkennen. Es ist aber, Christian, du hattest recht, B, die Römer. Und damit Christian und Brammen jeweils 4 Punkte. Nice. Blöde Römer. Wir kommen zur Frage Nummer 18. Und es geht um Super Mario Brothers. Und zwar, aus welchem Grund wurde Luigi die Farbe grün zugeteilt? Brammen. Weil grün eine der Grundfarben ist. Und damals war die Speicherbegrenzung auf den ersten Chips so gering, dass die dasselbe Modell nehmen mussten wie Mario. Und dann mussten die sich aber aussuchen, ob die noch grün oder gelb nehmen. Und haben sich halt aber gegen gelb entschieden. Ich weiß aber nicht mehr genau, wieso. Und haben dann halt grün genommen, weil das ist dasselbe. Die mussten eine Grundfarbe nehmen, also hatten die Wahl zwischen den beiden Farben aufgrund des Speicherplatzes. Oder ja, das lasse ich so gelten. Das ist ja gelb doch Wario. Aber die gab es da noch nicht. Ja, ich weiß. Grün ist eine Grundfarbe? Ich dachte, das wäre gelb und blau grün. Nein, rot, gelb und grün. Was? Gelb nee. Und... Das sind die RGB-Farbe am Rechner. Ah ja, logisch! Oh mein RGB. Gott. RGB. Ja. Genau. Es ist auf jeden Fall auf... verwechselt mit diesen Druckerfarben, die ja dann blau, also das ist ja dann Cyan, Magenta und irgendein anderes Gelb. Ist auf jeden Fall aufgrund von Speicherbeschränkungen, das hast du korrekt gesagt, weil beide, also Luigi und Mario, haben das gleiche Modell sozusagen. Und deswegen haben beide eine unterschiedliche Farbe und man hat sich dann für grün eben aus Speichergründen entschieden. Exakt. So, nice. Frage 19. Es geht um Diablo. Wie heißt das Add-on zum Christian. Hellfire. Jo, ja, so hieß das. Das war auch nicht von Blizzard. Ach krass. Oh, war das nicht? Von irgendeiner externen Firma. Deswegen war das gut? Ja. Also nicht so gut wie die anderen Add-ons danach, weil so Lord nicht. Of Destruction und das vom dritten Teil war ja. So ungefähr wie, wie bei Gothic 3, als das Add-on Gotterdämmerung kam, ja? Ja. Gott. Das kenn ich nicht. Hast du nichts verpasst. Katastrophe. Das war anders kacke. Anders kacke ist aber hoffentlich nicht Frage 20 und da geht es um Final Fantasy 1. Und die Frage lautet, wie werden die Helden genannt, die laut einer Prophezeiung das Gleichgewicht der Welt wiederherstellen sollen? Oh. Wie heißt Pete Smith? Jedi. Was? Nein. Yin und Yang. Nein. Die heißen doch in jedem Final Fantasy auch immer anders. Ja, gefühlt ja. Eins habe ich nicht gespielt. Nein. Eins kenn und wie werden ich nicht die Helden mal. Genannt? Ja, genau, also der Name Brammen. Ey, vielleicht heißt der immer Avalanche oder so? Oder Avalanche? Nein. Ist das ja so ein durchgehender Name? Schade. 5, 4, 3. Essen die immer Cloud? Nein. Nee, und ich wir wissen die auch beim 9. und so, da ist ja kein Cloud. Man nennt sie die Krieger des Lichts. Mm. Ah, klar. Was für ein beschissener Name. Peter ja, Kreuzritter ist jetzt auch nicht viel kreativ. Frage 21. Es geht um Pokémon Rot und Blau. Oh. Oh, nicht gelb. Okay. Nein, Rot und Blau. Auf welcher japanischen Edition basieren die beiden Spiele, die bei uns erschienen? Auf welcher japanischen Edition? Was? Christian. Silber und Grün. Hä? Nein. Kannst du die Frage nochmal vorlesen? Ich verstehe es ja nicht selber. Auf welcher japanischen Edition basieren die beiden Spiele, also Pokémon Rot und Blau, die bei uns erschienen? Also haben die nur eine in Japan? Basieren die dann auf Grün und Blau? Aber Grün ist doch bei uns auch erschienen. Die basieren auf Grün und Blau und Gelb. Nee, das ist so falsch. Nur auf Grün! Nein, nicht nur auf Grün. Aber Grün ist doch bei uns auch erschienen, oder? Nur auf Rot.
Nein. Nein, der Grün ist auf jeden Fall richtig. Nur auf Blau. Ja, nur auf Blau. Grün ist nicht richtig. Grün ist auf jeden Fall richtig. Frage war ja auch, auf welcher japanischen Edition und nicht auf welchen japanischen Editionen. Ich dachte safe, dass die auch schon in der ersten Generation eine Grüne hatten. Ja, haben sie doch auch. Die hatten doch Blau und Grün im Japanischen. Und wir haben dafür Rote-Blau bekommen. Aber also, die Rote-Blau basiert... Ach ja, du erzählst das jetzt sogar cool. Genau, ja. Also sie basieren auf der Blauen. Sie kam in Japan kurz nach den Editionen Rot und Grün heraus, die zum Beispiel noch andere eher unschöne Sprites für die Pokémon verwendeten. Schreibt zumindest Lucy. Ah. Ja, aber sie basiert nur... Oder diese Edition basiert nur auf der Blauen. Das wollte ich auch hören. Das wusste ich nicht. Das wusste ich auch nicht. Jetzt, guck mal jetzt, ihr lernt noch was. Ja. Ja. Frage 22. Es geht um Civilization. Wer ist denn der Schöpfer? Sid Meier. Da kommt so eine Lame-Frage auch gerade sagen. Ich meine, muss man auch schnell sein, ne? Ja, mal zwischendurch eine kleine entspannte Frage. Frage 23. Es geht um Street Fighter. Wie heißen die beiden? Ach, scheiße. Keine Ahnung. Ray und Kyle. Nein. Christian. Ken und Ryu. Ja, ja, sag ich doch. Genau. Hier, so, ich wusste R und K irgendwann. Mein Charakter, ich wollte eigentlich erst zurück und Hayoken schreien, einfach. Aber da warst du schon so weit mit der Antwort. Ah ja, stimmt, Hadoken. Hayoken. Kajoken, ja. Oh, ich trinke erstmal ein Stück Wasser. Ja, mach das und wir kommen zu Frage 24. So erfrischend. Und es geht um Quake. Oh. Ja. Oh. Wie lautet der Codename der dämonischen Macht, die die militärische Forschungsbasis überfallen hat? Der Codename der dämonischen Macht. Digga, ich habe keine Ahnung. Was? Sowieso ordentlich. Der Codename der dämonischen Weiß ich nicht, du hast das Spiel angemacht. Ja. Hast du geballert. Das heißt einfach Quake. Die heißen Quake. Ja, das ist korrekt. Oh mein Gott! Ich habe dieses Schmunzeln bei Andi so durchgehört. Das macht ja voll Deswegen Sinn. Deswegen heißt das Quake, Wahnsinn. Deswegen ja, Quake. Weil Andi war die ganze Zeit so... Aber warum heißt Doom dann Doom? Ja, weil die gedoomt sind, wegen der Hölle. So. Ja, aber dann könnte auch Hell heißen. Ist nicht... Ja, Hell gab es vielleicht schon. Ja. Ja, genau. Und bei den ganzen Shootern meinst du, die schon rausgekommen sind zu der Zeit. Okay, wir kommen zu Frage 25. Einfache Und Frage. Ihr tippt bitte alle ein. Alle bitte eintippen, es geht um StarCraft. Okay. Nenne die drei spielbaren Rassen. Pro richtiger Rasse gibt es einen Punkt. Wir machen daraus mal zwei Punkte. Was? Ah, das finde ich gut. Das finde ich gut. Ich kenne die doch. Eine kennst du ja wohl. Ja, eine kennt die Römer, die Griechen, die Babylonier. Also bitte nur maximal drei Stück aufschreiben. Für jede richtige gibt es zwei Punkte. Ja, Peter, das haben wir doch schon, das haben wir sogar in der Liga, das haben wir Rank gespielt, glaube ich. Ich nicht. Wirklich? Doch, du auch. Nein, ich nicht. Also. Aber Peter, bei mir im Battleland hast du 460 Stunden. Nein, hab ich nicht. Eine Antwort. Ihr habt alle eingeloggt, eine Antwort habt ihr alle gegeben. Ich würde wahrscheinlich mir das falsch aussprechen, aber Zerg oder Zerg, wie auch immer. Ja, gut, Zerg hätte man auch, korrekt, wenn man das nicht gespielt hätte. Deswegen zwei Punkte für jeden von euch. So, Peter schreibt noch Menschen und Prostituierte. Oh, das ist nah dran, Peter. Das ist nah dran, ja. Oh, Menschen würde ich, glaube ich, auch zählen lassen. Menschen ist doch richtig. Ist aber falsch. Also so heißen die nicht, es geht ja um den Namen. Deswegen, Peter, leider keine weiteren Punkte. Die Menschen hat übrigens auch Sepp geschrieben. Was ist das, die Menschen? Ja, aber Bramen und Christian so haben Terraner geschrieben. Und das ist korrekt. Ja, gut, die heißen. Deswegen nochmal zwei Punkte jeweils für Bramen und Christian. Und ja, die letzte Rasse heißt Protoss. Und das hat Sepp geschrieben. Christian und Bram. Deswegen Prostituierte. Oh, ja, genau. Vielleicht hat mein Kopf mir da auch irgendein Signal gegeben. Ich glaube auch, Peter. Und dann ist trotzdem nur wieder Sex dabei rausgekommen. Ja. Okay, es geht um Computerspiel. Prostituierte. Ich könnte Protos schreiben. Haha, Prostituierte.
Sehr schön. Frage 26. Es geht um The Legend of Zelda. Welche Eigenschaft... Welchen? Brammen. Ah, scheiße. Welche Eigenschaft? Güte. Nein. Welche Eigenschaften symbolisieren die drei Teile des Triforce? Ach du Scheiße. Oh, das hat mir mal jemand erzählt, bestimmt. Weisheit, Mut und Stärke. Das lasse ich so gelten. Danke, ja, es sind Weisheit, Mut und Kraft. Boah, krass, ey. Stark. Ja, guck mal, das lässt ja durch die Menschheit nicht. Das ist schon krass. Das ist auch schon ein bisschen grenzwertig. Aha. Ja, ich so wieder in Ordnung. Andi ist ja auch mein Lieblingsmoderator. Tirana ist übersetzt Menschen. Dankeschön, ja, Christian. Und Christian, mein Lieblingskandidat, führt ja auch aktuell mit 59 Punkten. So ein Zufall. vor Bram mit 50, Sepp mit 45 und Peter mit 41. Also Peter, aktuell. Bist ja, nee, ich habe das aber auch schon gespürt, deine Spitzen gegen mich. Also heute habe ich keine Chance. okay. Aber wir haben ja noch ein paar Fragen, also ist noch alles offen. Wir kommen zur Frage Nummer 27 und es geht um Sonic the Hedgehog. Oh Gott. Ja. Wie lautet denn der Spitzname von Dr. Ivo Robotnik? Nein, nein! Bram. Dr. Eggman. Ja, richtig. Ja. Oh, krass. Sehr schön. Frage 28. Es geht um Chrono Trigger. Ist das in Deutschland erschienen? Was war das denn? Oder war das ein Super Nintendo? Also ein Final Fantasy Game. Oder auch nicht. Protagonist Chrono und seine Brammen. Reisen durch die Zeit. So geht die Frage weiter, ja. Protagonist Chrono und seine Freunde reisen durch die Zeit, um die Zukunft vor etwas Bestimmtem zu retten. Vor was denn? Von Bram. Hier. Bram. Vor bestimmten Triggern, die passieren in der jeweiligen Zeitschleifen. Wie sie hier. Bösen. Ja. Nice. Jemand anders kann ja vielleicht auch mal antworten. Weil die Frage, die reisen durch die Zeit, was? Um die Zukunft vor etwas Bestimmtem zu retten, vor was? Das ist ja ganz klar, vor dem Untergang der Menschheit. Ne, leider vor dem Untergang der Tarana. So leider Untergang der Welt. Nein. Untergang des Universums. Klimawandel. Ich will es genauer wissen. Vor was schützen die? Vor Jay. Vor Adolf Hitler. Die alternieren die Vergangenheit vor also einem menschlichen Feind, wie zum Beispiel Adolf Hitler, der dann aber getötet wird in der Vergangenheit. Wofür machen die das denn? Ja, um die Menschheit vor Holocaust zu retten zum Beispiel. Andi, ich glaube, es weit keiner. Ja, 5, 4, 3, 2, 1. Vor einem Trigger halt. Vor einem außerirdischen Parasiten. Ach, vor Aliens, warum hat doch keiner gesagt? Ja, wirklich, Aliens. Das war zu naheliegend. Tja, Frage 29, ihr tippt bitte alle ein. Und es geht um Secret of Mana. In der Welt von Secret of Mana existieren sogenannte Mana-Samen, die für die 8 Elemente der Welt stehen. Nennt diese Elemente. Pro richtigem Element gibt es einen Punkt. So machen wir es auch. Also 8 Elemente könnt ihr mir nennen. Okay. Wenn es richtig ist, gibt es einen Punkt. Ich kann ja sagen, der erste, den man da findet, ist Rocky. Ich sehe die anderen. Wait, so heißt ein Element? Nein, also du kriegst immer die Typen, wodurch du zaubern kannst. Da hast du mal so einen Typen, den du da findest. Und der hat immer so einen Namen. So, wir haben jetzt einfach die 5 standardmäßigsten Sachen genommen, die man so nehmen kann. 8, meine ich. Boah, die weiß ich gar nicht. Oh, scheiße, ich hab zweimal dasselbe drin. 8 brauchen wir. Ihr dürft bis zu 8 aufschreiben, ja. Ach, und ich habe nur 7, obwohl ich einen Doppelnamen habe. Weißt du, was gearbeitet? Boah, Secret of Mana habe ich so oft schon durchgespielt. Das gibt es doch gar nicht. Okay, Moment. Ich muss auch noch kurz überlegen. Merk schon, ja. Ja, dann. Und. Was Elementares fehlt mir. Captain Planet. Jo. Ja, oh, komm hier. Ja. Einer fehlt mir noch.
Ich habe auf die Startsache ein zu wenig und ein doch recht gut. Also Chrono Trigger und Secret of Mana sollen ja auch echt gute Spiele sein, ne? Mega krasse. Die hast du ja auch direkt gesteuert. Also die steuern sich so wie Secret of Evermore. Also ja, okay. So Action gesteuert. Du haust halt direkt drauf, wenn du drückst. Ach so, das ist gar nicht so wie Final Fantasy. Nee. Oh lol. Das ist wie Mystic Quest. Ich glaube, das ist der erste Teil davon. Frag mich nicht noch eins, das gibt's doch nicht. Ich werde jetzt auch ein bisschen strenger sein. Hast du das Intro gesehen von denen nochmal, Bram? Ja, deswegen. Alter. War gar nicht so langer Zeit, wie schlecht das gealtert ist. So schlecht gealtert, Alter. So, hier hast du dein Schaumstoffschwert und jetzt dreh das mal bitte im Kreis. Alles klar, schon dann. Ich weiß es nicht. Ich sag euch, ich werde ein bisschen strenger sein müssen jetzt. Ja. Ja, bin ich gewohnt von dir heute. Ja, finde ich in Ordnung. Ich hab gut getroffen, glaube ich. Oh! Okay. Entschuldigung, pass auf, so. Macht viel mehr Sinn. Okay. Alle haben eingeloggt und eine Antwort habt ihr alle gegeben und zwar Feuer. Und ja. Das ist auch korrekt, deshalb alle einen Punkt. Waren es nicht alle? So, dann haben wir noch eine Antwort, die haben auch alle gegeben, und zwar Wasser, das ist auch korrekt. Feuer und Wasser. Im Aquatempel. Elemente. Dann habt ihr noch eine Antwort alle gegeben, Erde, und auch das ist korrekt. Also auch hier jeweils einen Punkt. Der Schlammbombe. Und dann haben wir eine Antwort, die nächste Antwort, die korrekt ist, ist Wind. Ach, Wind war das nicht Luft. Oh nein, ich habe Luft geschrieben. Oh, ich habe auch Luft geschrieben. Ich habe auch Luft geschrieben. Und ihr habt Luft geschrieben und deswegen lasse ich das auch nicht gelten. Ist mir dann zu ungenau. Die nächste Antwort, eigentlich ist es dann egal, ob du gelten lässt oder nicht. Also. Ist Holz. Holz? Holz? Was? Holz ist ein Element und das hat niemand Natur von euch geschrieben. Nicht? Ja. Nee, ich habe Pflanze. Ja, das ist ja auch Holz. Also, alles Holz? Ja, Holz. Die nächste Antwort, die korrekt ist, ist Licht. Ja. Und Licht hat Brammen geschrieben und Christian hat Licht geschrieben. Deswegen beide einen Punkt. Danke, Warcraft Tower Defense Game. Dementsprechend, wenn Licht ein Element ist, ist Dunkelheit auch ein Element. Nein. Und das hat Brammen geschrieben und deswegen einen Punkt. Wait, heißt das nicht Nacht in dem Game? Egal. Okay. Nicht egal, weil Christian wahrscheinlich Nacht hat. Ach, wenn Christian Nacht hat? Okay. Ja, nee, das stimmt schon. Ich schaue es gerade nach. Ich kann mich auch einfach fatal haben. Es ist wahrscheinlich wie Luft und Wind. So. Es heißt nicht so, nein. Ah, ja. Alles gut. Es heißt Dunkelheit. Okay. Und das letzte ist, und da hier steht ein Bindestrich oder ein Slash, Mond bzw. Metall. Ach, Mond war das. Und Metall hat Peter geschrieben. Ich hab Eisen. Was? Oh, ja. Sepp hat Eisen geschrieben, dass ich. Komm, ich hab gesagt, Mana geschrieben. Das heißt schon Secret of Mana und gibt kein Element, was Mana heißt. Nee, Mana ist ja verboten in dem Spiel. Das heißt ja, steht auch in der Frage, die sogenannten Mana-Samen, die für 8 Elemente der Welt stehen. Kannst auch mal meine Mana-Samen haben, wenn du möchtest, ja. Das war ja eine geile Lache. Ja, sehr schön. Okay, also, wie gesagt, da muss ich jetzt ein bisschen strenger sein, weil Licht kann nicht so alles sein. Da kannst du nichts machen. Da kann ich absolut sind nichts die Hände tun. Gebunden. Ja. Außer der aktuell auf dem letzten Platz. Also, die wie gesagt, die habe ich auch schon gehört, aber Holz hat mich gerade wirklich so, hä? Okay. Ja. Da war man sehr kreativ bei den Entwicklern. Frage 30. Es geht um Unreal Tournament. Wie heißt der Vorgänger von Unreal Tournament? Christian. Unreal. Ja. Oh Gott. Ja, Unreal. Oh, ah, Unreal. Ah, guck mal, das ist durchgegangen, Peter. Nee, aber wieder? Unreal Tournament war noch 99 und Unreal 97. Wann kam denn Unreal 2 später? Okay. Unreal 2, können wir mal nachgucken. Unreal 2 bestes Spiel einfach. Kam im Jahr 2001. Ach jo, okay. Nee, Quatsch. Unreal 2, The Awakening, 2003. Beziehungsweise für die Xbox dann 2004. Immer aktuelle so Version des Flag-Dinger gespielt bei Unreal Tournament. Das heißt, es gab Unreal, dann gab es Unreal Tournament und dann gab es Unreal 2. Ja, Unreal Tournament war da eher Multiplayer, oder? Das hatte glaube ich, gar keinen Singleplayer. Ja, genau. Ja. Hatte Bots, das weiß ich noch. Ja, genau. Ja, so voller Ding, dass es damals Bots gab. Wir kommen zu Frage 31 und es geht um Baldur's Gate. Ja. Was ist das Ziel des Antagonisten Sarevok oder Sarevok? Wie auch immer. Bram.
der möchte in der Festung Baldur einbrechen. Durch das Gate, meinst du? Durch das Gate. Nee, Christian. Der möchte den Protagonisten, glaube ich, töten. Also, das geht doch in Kerzenburg los. Und da wirst du doch angeblich ermordet. Und du gehörst... ich weiß nicht mehr, wozu du gehörst. Und die sollen ermordet werden, alle. Um was zu tun? Hier der absolute Oberbabo Mächtigkeit, der Mächtigkeit zu werden. Der Oberbabo der Mächtigkeit, so, ja. Das kann ich so nicht gelten lassen, nein. Nee, das ist komplett falsch. Aber du müsstest das doch wissen, du hast mir doch mal mein Baldur's Gate abgezockt. Ja, aber weißt du, aber weißt du, okay, pass auf, Peter, Reveal-Time, ja? Weißt du, was die Wahrheit ist? Ich hab das installiert, dann wachst du am Anfang in so einem scheiß Keller unten auf, ja? Ja, das war vor allem auch der zweite Teil. In einem Kerker wachst du auf, ja. Ja, in einem Kerker, auch gut, und dann rennst du 10 Meter und dann dachte ich mir, na, spiel ich Rollercoaster Tycoon. Und dann hat Peter das nie wieder gesehen. Und dann ist das irgendwie verloren gegangen. Ich weiß ja, aber nicht, warum hast du mir irgendwann hast du mir ein neues gekauft? Ich hab den neues gekauft, ja. Sagen, besagen immer noch, dass es immer noch sich bei Bram im Laufwerk. Eine gute Frage, ob ich das noch habe, aber ich wüsste nicht, warum nicht. Also, ja. Oder ist das quasi, ich setz mal in Anführungszeichen, geklaut worden? Ich weiß nicht, ob ich das noch habe, aber ich wüsste auch nicht, warum ich das wegwerfen sollte. 5, 4, 3, 2, 1. Und dann schließlich die Frage, er will, also der Antagonist will den Platz seines Vaters einnehmen, dazu will er alle anderen Nachkommen umbringen. Ah. Das ist die Antwort. Ist das so ein Ränkespiel? Also, will er seinen Bruder killen? Ja. Oder seinen Verwandten? Ja. Mhm. Zum Beispiel. Das ist wie Scar. Frage 32. Shader Kings, es geht um Banjo-Kazooie. Ja. Mega. In Mario Games sammelt man Sterne. Ach, Peter. Komm. Puzzleteile. Ja, genau. Ah. Was sammelt man dort? Puzzleteile, genau. Frage 33. Ist eine Schätzfrage, also bitte eintippen. Es geht um Fallout. In welchem Jahr fand der Atomkrieg statt, der weite Teile der Welt zerstörte? Oh, scheiße. Oh. Nee, das kann ja nicht. So. Nee, Moment. So? Das muss eigentlich so sein. Nee, stimmt gar nicht. Moment, die haben doch schon diese Roboter und so Geschichten. Das muss so sein. Ich oh nein. Bin nie, also, oder habe ich einen harten Denkfehler? Oder habe ich einen. Oder habe ich einen harten. Oh, schön. Gut. Wobei, warte. Das ist doch völlig klar. Oh! Wie? Was kommt? Wieso habt ihr jetzt so Eingebungen? Ja, ich dachte mega. Auch, dass das völlig klar ist. Ah, wieso Leute. Ist das klar? Oh mein Gott. Ja, wenn irgendwann stießt Andi. Also so langsam brauche ich jetzt mal eine finale Antwort. Oh. Okay, alle haben eingeloggt und dann lese ich jetzt auch vor. Peter sagt im Jahr 1958. Aber das heißt doch Fallout 76, oder? Ja, aber da ist doch 50er-Jahres-Style alles. Ist das nicht über den Wolf? Nee, 70er-Jahre, Peter. Aber die haben doch so einen Roboterhund, der mechanisch ist und reden kann. Ja, das heißt doch Fallout 76 wegen dem Vault 76, oder nicht? Ja, ja, aber ist das nicht trotzdem 70er-Jahre-Look? Oh, ich hätte jetzt auch gehabt. Ich habe 2076 deswegen genommen, weil ich dachte mir so, der Roboterhund und so weiter, die ganze Technik, das ist ja. Ja, und Sepp hat 1976 genommen, also 100 Jahre vor Bram. Und Christian sagt 1979. Und die richtige Antwort, es war im Jahr 2077. Und damit ist Bram um ein Jahr am nächsten dran. Nee, komm, ey. Ich dachte, 476 machte voll Sinn. Ich dachte so, geil, guck mal, voll die easy Frage. Gott. Ich hatte auch 2077 im Kopf, aber dann dachte ich, das kann nicht, weil das ist ja Cyberpunk. Du bringst da gerade die Spiele durcheinander. Ja, vor allen Dingen hast du ja diese alten Videos aus den früheren Zeiten. Also die sind ja extra dann auch so gemacht. Weißt du, diese Safety-Videos sind ja so alt gemacht, ja genau. Ich dachte auch, das wäre angelehnt doch auch an die Atomtests in Amerika, an die ersten da so. Wir haben ja vor 100 Jahren draufgepackt. Ja, okay. Verdammt, da wurden wir aber alle ganz schön reingelegt. Gefoolt.
Ja, ist tatsächlich 2077. Ja. Okay, kommen wir zur Frage 34. Es geht um Tetris. Wie viele unterschiedliche Block... Peter. 7. Ja, als ob du das weißt. Weiß. Easy. Stark. Übrigens mit den Bezeichnungen I, O, T, S, Z, J und L. Das sind die Bezeichnungen. Was ist denn das J? Nach der Optik. Das J würde ich auch nicht anerkennen. Das J ist doch der schräge, das L. Nur andersrum. Das ist ein gespiegeltes L sozusagen, ja. Es war tatsächlich, sozusagen gab es so Einstellungstests bei der GameStar damals. Und den musste ich nie machen, weil ich ja nur Praktikant war. Aber ich habe davon gehört. Und einer davon war, alle Tetris-Blöcke aufzuzählen. Ah. Was du also, nicht wusstest, dann bist du aber nicht fähig gewesen. Oder? Nee, dann konntest du leider nicht entscheiden, ob im Spiel jetzt eine 89 oder eine 88 ist. Schwach, dass die das aufgelockert haben, Peter. Ja. Tja. Also mittlerweile. Frage 35. Es geht um Fire Emblem. Muss nicht mehr Deutsch können heutzutage. Wie heißt der Protagonist des ersten Teils, welcher auch in den Super Smash Bros. Games als Kämpfer spielbar ist? Oh, scheiße, ja. Weißt du, wie der aussieht? Einer von den 1000, die man nicht kennt bei Super Smash. Mhm. Ja, aber den haben wir... Bram. Bewohner. Was? Christian oder Jay haben den immer gespielt. Hat der mit dem Schwert? Ja. Ach, Sepp. Oh ja, stimmt hier. Scheiße, jetzt bin ich hier rausgegangen. Fuck. Irgendwer von euch hat wieder. Den immer gespielt. Ja. Ist der nicht Icarus? Nein, nee, der ist aus Kid Icarus. Der ist aus Icarus. Och, Mann. Ich mach das Fenster auf. Leck mich. Wie heißt der denn noch? 5. Ich hab keine Ahnung, wie heißt der. Christian? Scheik? Nein. 4, 3, 2, 1. Und ich schließe die Frage. Der heißt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Marth. Ja, M-A-R-T-H. Jo, Marth. Das ist wahrscheinlich die, ja, als Muttersprachler würde man es so aussprechen. Ja, genau. Christian. Wir hatten letztens auch noch mal so ein Ding, wo so ein Typ auch mal die ganze Zeit Marth hieß und irgendwie ständig als Antwort war. Ach, was war denn mal irgendwelche Schauspieler? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber ich weiß, dass Christian mit 73 Punkten führt, vor Brammen mit 68, Peter jetzt auf dem dritten Platz mit 64 und Sepp mit 59. Also alle hier sehr, sehr nah aneinander. Und wir kommen zur Frage Nummer 36, ist eine Schätzfrage, also bitte eintippen. Es geht um Super Mario 64. Wie viele Sterne kann man im Spiel insgesamt sammeln? Hat Dalu und Bonjour und so weiter dann eigentlich diesen Fullrun gemacht? Ja, den Fullrun gemacht. Stars? Ja, aber wie viel ist hier das wandert? Mit Papa Platte und so weiter. Und das waren, boah, Peter, deutlich über 30. Deutlich über 10. Das ist gut, ich hätte jetzt 12 getippt. Ja, das sind echt viele. Das gebe ich mit. Allein in diesem Eisland sind das schon locker 12. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse das jetzt so stehen. Boah, keine Ahnung. Irgendwie so. Ich glaube, es sind 64. Gut, nicht. Alle haben eingeloggt. Christian sagt 42, Peter sagt 100, Bram sagt 109 und Sepp sagt 128. Und eine Antwort ist am nächsten dran und es sind 120 und damit ist Sepp am nächsten dran. Boah, das war ganz schön knapp. Das war knapp. Tut mir sehr leid. 128 ist natürlich auch smart, 264 und so. Hm. Ich wusste, es waren irgendwie über 100, aber sind 120 und wir kommen jetzt nicht zur Frage 120, sondern zur Frage 37. Boah. Es geht um Worms. Mm. Und zwar, die heilige Handgranate ist eine Anspielung auf welchen Film von 1975? Die heilige Handgranate. Was? Brammen. Vier Fäuste für ein Halleluja. Nein. Nee. Also wie heißt der Film? Deutscher oder englischer Titel? Was sind denn so große Filme der, was war das? 1900? 75. Christian. Platoon. Nein. Da gibt's doch. So alte Filme. Wie heißt denn der nochmal? Peter. Das Leben des Brian. Nein. Ach, verdammt. Aber er geht schon in eine gute Richtung. Sepp. Forrest Gump. Nein, der kam später raus. Christian. Ritter der Kokosnuss.
Ja, genau, nein, die Ritter der Kokosnuss. Mir ist der Name nicht eingefallen, so eine Scheiße. Oder wie eben Monty Python and the Holy Grail. Monty Python, genau, so hieß. Ich dachte mir so, es gibt auch immer diesen Mega-Comedian, den alle so lustig finden, der überall referiert wird. Ja. Also Monty Python ist eine Gruppe. Ja. Ja, der, das. Mein Gott, wie heißen die jetzt nochmal? Oh Gott, das John, muss ich jetzt nachgucken. Oder wie die hieß? Wie die Beatles. John Cleese? John Cleese, genau. Ach Gott, ja. Gut. Frage 38. Mhm. Es geht um Prince of Persia. Oh. Wen versucht der Protagonist des Sepp? Die Prinzessin. Ach komm. Ja, genau, ja, das ist korrekt. Die Namen, Alter. So klar. Es ist die Prinzessin bzw. die Tochter des Sultans, aber damit ist es die Prinzessin. Das Spiel war schlimmer als die Souls-Reihe, kann ich dir jetzt schon sagen. Ich werde da nie das war eins meiner Gameboy-Spiele, die ich ganz am Anfang hatte. Das war ein Hüpfspiel, das Kämpfen war echt schwierig. Und wenn du gestorben bist, hast du ganz vorne wieder angefangen und du hattest, glaube ich, nur eine Stunde Zeit oder also eine bestimmte Zeitvorgabe. Eine Stunde sonst, war das. Ja? Alter. Alle Teile gespielt. Und vor allem war die Steuerung noch arschklanky. Das heißt, wenn du irgendwo langgesprungen bist, könnte auch einfach sein, dass du einfach nicht gesprungen bist, obwohl du 60 Mal diesen Knopf gedrückt hast. Oder wenn du stehen bleiben wolltest, hat er einfach nur einen Schritt gemacht. Als wenn aber die Prinzessin, die heißt doch Mira oder so, Miriam. Vielleicht hatte die im ersten Teil noch keinen Namen. Gesinde. Miriam. Gesinde, ja, so. Nein, Hesinde oder so. Kunigunde. Gesinde. Schnell zur Frage 39. Es geht um Half-Life. Ja. Wie heißt die Forschungsbar? Christian. Ja, komm. Black Mesa. Ja, genau. Wieder eine kostenlose Frage hier sozusagen. Deswegen, schnell zu Frage 40. Es geht da um muss Tomb man natürlich Raider. Jetzt den Namen wissen, ne? Tja. Tomb Raider. Ursprünglich sollte Lara mit Nachnamen. Scheiße. Ram. Gesinde. Wie sollte die wohl ursprünglich heißen? Lara Luft. Nein. Ursprünglich sollte Lara mit Nachnamen Cruz heißen oder Cruz. Hm. Die Entwickler entschieden sich jedoch, einen anderen Namen zu suchen. Was taten sie dafür? Christian. Die haben die umbenannt in Croft. Was taten sie dafür? Ja, was taten sie dafür? Sie haben im Internet gegoogelt, welcher Name cool ist. Nee, nicht im Internet, Peter. Die haben random in Telefonbuch geguckt. Ja, genau, ins Telefonbuch haben die nämlich geguckt. Ja, wollen was in der Name gefunden hat. Ich wollte sagen, die haben so eine geile Schamanensitzung. Ich dachte, sie haben vielleicht einfach die Buchstaben, jeden Buchstaben ein weiter oder so, und dann kam Croft raus. Ja, deswegen hast du eben von Cruise. Was? Von Cruise ausgesehen? Ja, C-R-U-Z wäre es geschrieben, aber Croft würde dann beim C und beim R ja schon keinen Shift. Ja, aber richtig, Peter. Und wir kommen zur Frage 41, das ist eine Schätzfrage, also bitte eintippen. Es geht um Gran Turismo. Was für einen Metascore hat denn der erste Teil auf Metacritic? 250. Der erste Teil? 200 Meter, glaube ich. Boah, der war. User-Score oder Redaktionsscore? Redaktionsscore, denke ich mal. Ne? Der Metascore. Na, der User-Score heißt nicht Metascore. Ach, der heißt. Ja, der heißt halt User-Score. Ja, genau. Ich dachte, das wäre der User-Score auf Metacritic. Nein! Das ist der Metascore auf Metacritic. Okay. Was, wie viel hat das Spiel gekriegt? Das war ja damals halt ja herausragend. Das war ja phänomenal. Ist das so ein Klassik, ist das so ein Ding, wo der erste Teil nicht so gut war und dann besser wurde? Oder ist das nein, so ein Ding, wo die von doch, Anfang an richtig stark waren? War das nicht damals so? Das war doch mit Metal Gear Solid quasi auf einer Demo drauf. Auf einer Demo-CD Alter, drauf. Was für eine Demo, Junge. Das ist ja 10 von 10, wirklich. Alter, ich gönn euch mal. Das war doch mega krass hier. Ich sag mal so, das war schon. Ich sag, das ist ein Banger. Gut, okay, Alarm eingeloggt. Sepp sagt 89. Christian sagt 92. Peter sagt 94. Bram sagt 95. Und es ist sogar noch mehr. Es sind 96. Nein. Damit ist Bram am nächsten dran. Deutlich vor Peter. Ja, was so eine Scheiße. Ja. Christian 85, Bram 76. Peter 73, Sepp 72 sind keine Metascores von den Jungs, sondern die Punkte aktuell. Also Christian. Also wie ist das schon den Metascore? Ja, eigentlich schon, ja.
Also es ist noch sehr, sehr nah aneinander, viel offen. Wir kommen zur Frage 42 und ihr tippt bitte erneut ein. Es geht um The Lost Viking. The Lost Viking. Oh. Wie heißen die drei Protagonisten, die ebenfalls in World of Warcraft vorkommen? What? Und pro richtigem Namen machen wir erneut, gibt es wieder 2 Punkte. Also, wie heißen die drei Protagonisten, die ebenfalls in World of Warcraft vorkommen? What? Beides kenne ich nicht. Boah. Wie, du kennst World of Warcraft? Ah ja, stimmt, du hast halt nicht gespielt, ne? Also, ich kenne das halt so, so wie ich deine Mutter kenne, so. Wie heißen die wohl? Warum? Ich wollte dir eigentlich helfen, aber jetzt nicht mehr. Pech gehabt. So eine Scheiße, hilf mir! Du müsstest das doch alles wissen, Bram. Ich habe Lost Vikings noch nie gespielt. Ja, aber du kennst doch die drei wichtigsten Figuren aus WoW, da kann man ja wenigstens tippen. Ja, aber selbst wenn ich die drei wichtigsten Figuren kennen würde aus WoW, ja, wüsste ich ja nicht, dass die aus Lost Vikings referiert sind, weil ich das ja nicht gespielt habe. Illidan ist die wichtigste. Ja. Illidan wäre mir aber noch eingefallen. Jenna aber, Proudmoore und Harald Wurstwampe. Ich kenne halt nur einen, aber die anderen beiden habe ich halt keine Ahnung von. Also, wie heißen Wikinger wohl? Wo findet man die wohl im Ding? In Northend. Peter kennt die auch aus WoW, weil die in Northend bestimmt mega krass waren. Wo ist denn Northend nochmal? Das war unser WOTLK-Add-on, was wir gespielt haben, wie dumme. Ach so. Wie heißt denn der? Tut mir leid, ich wusste nicht, dass ich dich daran erinnern muss, wo du 26 Stunden deines Lebens rein versenkt hast. Heißt nochmal. Die Namen sind echt schon drauf gewesen bei WoW für mich. Ja, das ist richtig, ja. So ein paar. Deswegen heißt der Jenna Proudmoore, heißt einer. Thrall und. Oh, Thrall ist gut. Danke, Bram. Gönnst mir richtig meinen Namen. Ja, kannst du gerne. Was soll das denn jetzt eigentlich? Das gar keine Ahnung. Ja, ich hab Thrall auch aufgeschrieben. Ja, aber das ist ja. Lass doch mal bei Wikinger-Namen, wie heißen die denn? Olaf. Ja, aber wie heißt denn. Und. Das muss ja auch ein Zwerg sein, oder? Also. Bruzwick! Wie heißen die Zwerge? Oh ja, hier, Muradin oder so hieß der. Scheiße, ja, Melodin. Ich hab jetzt eingeloggt. Kommt hin. Aber wie heißt also denn nochmal hier die Expedition, der Expeditionsleiter? Da gab es doch immer so Questreihen. Ja, Hemingway. Ah ja, stimmt, der heißt hier, dann weiß ich, der heißt Bran. Bran heißt er doch, Bran Bronzebeard hieß der doch. So, ja, nee, den meine ich nicht, aber stimmt. Der geht zu der Loch. Das ist bis heute das Geilste. Nach Dunmurrow zu der Loch. Okay, nein, so alle haben eingeloggt? Der Loch. So. Ja. Peter hat geschrieben, das spreche ich jetzt wahrscheinlich alles richtig auch aus, Arthas, Thrall und Illidan. Ja, doch, Illidan. Ramen hat geschrieben, Olaf, Erik und Bran. Christian schreibt Magni, Olaf und Hammett. Und Sepp sagt Arthas, Thrall und Uther. Oder Uther. 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 Und ein Name ist Olaf, deswegen yeah. Christian und Brammen jeweils hier 2 Punkte. Olaf sind nicht. Alter, guck mal, jeder Wikinger heißt Olaf, Alter. Ja. Ein weiterer Name ist Baliok. Er hat niemand geschrieben. Baliok, nee. Ja, gib mir doch gar nicht, was ist das denn für ein Scheiß? Balrog. Und der dritte Name ist Erik. Und das sagt Brammen. Deswegen auch nochmal 2 Punkte. Olaf und Erik, Junge. Und wie ist der letzte Balrog? Baliok. Das ist ja als du B geschrieben hast, dachte ich, Bram, du hast alle drei richtig, aber leider nicht. Ja. Nein, aber ich habe Christian noch Bran gesagt und so. Und dann dachte ich, der kennt dich. Aber Olaf und Erik, ich bin lieber bei Wikinger gegangen. Ja, ist auch besser gewesen. Frage 43. Es geht um Need for Speed. Mhm. Oh. Wer ist denn der Publisher der Spielerei? Ach komm, Peter. Electronic Arts. Ja, als genau. Sowas jetzt am Ende. Ach komm. Ja, ihr habt auch zwischendurch einfache Fragen beantwortet, ja? Nein, das ging ja gar nicht für dich, Peter, weil das jetzt am Ende solche Fragen reinkommen. Schnell zu Frage 44. Es geht um Frogger. Mega. Erklärt mir bitte grob. Ach, Peter. Komm, was? Du musst mit einem Frosch über etwas drüber, meistens, ich glaube, im ersten Level sogar über einen See. Da kommen dann von den Seiten immer so Baumstämme
Und Seerosenblätter und über die musst du drüber springen, um auf die andere Seite zu kommen. Das reicht mir ein Frosch sicher über die Straße zu einem Fluss führen. Ja. Hat Peter exakt richtig beantwortet. Damit ist er jetzt ein Punkt vom Rammen. Komm, Aber weiterhin führt Christian und wir kommen zur Frage 45. Langsam müsst ihr euch ranhalten, wenn ihr. Alter Peter, Junge, weißt du, mal hau ich so Dinger raus und du musst dir Frogger anschauen. Ja, du hast ja. Wikinger sind Erik und Olaf, ja, passt schon. Das ist Wissen gespielt. Das ist Wissen. Yeah. Frage 45. Ja. Es geht um Myst. Oh. What? Mittels was? Oder doch, Myst. M-Y-S-T, so wird es wahrscheinlich aussprechen, ne? Ja. Mittels was reist man in diesem Adventure durch verschiedene. Portale. Nein. Durch. Aufsuchen. Nein. Durch verschiedene Welten. Mittels was reist Aufzug. Man in diesem Adventure durch verschiedene Welten? Was hat Peter gerade geantwortet? Aufzug. Ja. Ist aber falsch. Mit Peter. Ferngläsern. Nein. Man müsste nicht sogar eins dieser sowas wie Lands of Lore hier. Ich bin vor Peter! Ja, du bist eigentlich ein Vollidiot. Diese Ego-Perspektiven-Rätselspiele oder so. Ja, das ist richtig, genau das ist es. Ja. Okay, und wie reicht man von A nach B? Durch. Ah, Türen. Durch. Nein. Drei. Da war es wieder. Zwei. Rammen. Freundschaft. Nein. Frühlingseis. Eins. Und ich schließe die Frage mittels Büchern. Ach, Bücher, Schmücher, ja. Ey. Natürlich, ja. Alter. Bist du in ein Buch reingesogen oder was? Hat ja gar keinen Sinn. Keine Ahnung, aber mittels Büchern. Und jetzt mit Büchern zur Frage 6. Ja, dann raste ich aus. Hier steht nur Bücher, deswegen lasse ich das auch gelten. Bram und Peter haben jetzt beide 84, Christian 92, Sepp 75. Wir kommen zur Frage 46. Es geht um Mega Man. Unter welchem Namen ist Mega Man in Japan bekannt? Das weiß ich nicht. Das habe ich schon mal gehört. Das weiß ich auch nicht. Das weiß Erik. Ich auch nicht mehr. Giga Man. Oder Balrog. Gesindel. 5, 4, 3. Oh, jetzt kommen 2, so schwere Fragen. 1. Und ich schließe die Frage: Es ist Rockman. Ach, Rockman. Ja. Hm. Echt? Steinmann? Rockman. Oder ja, Felsmann? Steinmann. Oh, finde ich cool. Megaman finde ich cooler. Ja, finde ich Julius auch cooler. Ja. Noch 4 Fragen. Wir kommen zur Frage 47. Und ihr tippt bitte, beziehungsweise es ist eine ABCDE-Frage, aber ihr habt wieder Zeit zu antworten. Es geht um Super Mario Kart. Welcher, macht vielleicht keinen Sinn, da hier erst euch Zeit zu geben, aber welcher dieser Charaktere war im ersten Mario Kart kein Spieler? Alter, das sind die Chinesen, Alter! Was weißt du nicht? Dann gebe ich euch direkt die Antworten. Also, welcher dieser Charaktere war im ersten Mario Kart kein spielbarer Fahrer? Okay. A. Toad. Oder B. Donkey Kong Jr. Oder C. Koopa. Oder D. Shy Guy. Oder E. Luigi. Also A. Toad. B. Donkey Kong Jr. C. Koopa. D. Shy Guy. Oder E. Luigi. Nee, dann den gab's nicht. Ich hab nur 8 oder 10. A. Toad. B. Donkey Kong Jr. C. Koopa. D. Shy Guy. E. Luigi. Ja. Und alle haben eingeloggt. Peter sagt, B. Donkey Kong Jr. war kein spielbarer Fahrer. Ist der nicht auf dem Cover drauf? Keine Ahnung, ich dachte, wenn, dann gibt's Donkey Kong und nicht seinen scheiß Sohn. Es gibt, glaube ich, beide. Denen entscheiden. Bram aber ich sagt, auch SB. Es ist D. Shy Guy. Und das gleiche sagen auch Christian und Sepp. Und das ist auch korrekt. Nein! Shy Guy. Also Peter hier als Einziger, der keine 4 Punkte bekommt. Endlich kann man mal mit Wissen glänzen hier. Und damit hat Brammen Peter etwas hinter sich gelassen. 4 Punkte zumindest. Und Sepp kommt so langsam an Peter wieder ran. Hier nur noch 5 Punkte Unterschied. Christian mit 96 Punkte. Weiterhin in Führung. Wir kommen zur Frage 48. Und es geht um, oh Gott, Zack McCracken. Zack McCracken. Zack McCracken. Welchen Beruf übt Zack denn aus?
Rammen. Er ist bestimmt Fensterputzer. Journalist. Nein. Weil er so viele Arme hat. Was ist denn das überhaupt Zach für ein Spiel? Journalist. Ich hab nur den Namen schon mal gehört. Ja. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Ich glaube, ist das nicht so ein Adventure? Plattformer? Was hilft mir denn dann? Adventure. Ach so. Worum geht's in dem Spiel? Keine Ahnung. Relic Hunter. Ich habe gerade auch gar kein Bild vor Augen, muss ich leider sagen. Ich habe es auch noch nie gehört. Das ist aber also nie, möchte keiner buzzern? Nee. 5, 4, 3, 2, 1. Schüler. Ich gehe noch mit der Stellawäscher. Oh, nein. Okay. 3, 2, 1 und ich schließe die Frage. Sepp, hättest du mal gebuzzert, er ist Journalist. Nein! Oh Gott, Sepp hat was gesagt. Ich hab dazu Brain AFK mitgenommen. Oh Gott, nein, du musst nur noch drücken, Jungs. Was ist denn hier los? Ja, aber Sepp hat ja auch noch nie von dem Spiel gehört. Nicht so. Die Sepp-Regel. Ja, das ist egal. Wenn einer so Brain AFK was sagt, musst du immer drücken im Zweifel. Aber dann Tellerwäscher sagen, Bram, das wäre besser gewesen, das stimmt. Nee, das war schlechter. Wenn ich Journalist, habe ich leider aktiv. Ich zeig da ja auch auf mich selber. Hätte ich mitbekommen müssen, hätte ich drücken müssen. Ja. Tja, wenn du vielleicht jetzt bei der nächsten Frage. Noch zwei Fragen. Frage 49, es geht um DuckTales. Gott. Was nutzt Dagobert Duck in diesem Peter? Seinen Stock. Ja. Fuck. Um zu springen? Nicht um zu springen, um Leute, weiß ich nicht. Seinen Gehstock. Wieso macht Andi nicht richtig? Der nutzt ihn wie so ein... Der nutzt den halt so zum Springen. Das ist so ein Pogo-Stick. Der benutzt ihn wie so ein Pogo-Stick, aber das ist ein Gehstock. Ja, okay, dann soll ich das gelten, ja. Warte. Also die Antwort ist einen Pogo-Stick. Nee, der benutzt seinen Stock. Nee, der benutzt den Stock schon, genau. Das ist schon richtig. Aber es geht um als Waffe. Ja, aber der springt darauf und du musst ja auf Gegner springen. Ja, genau. Und aber es ist halt der Stock, den er halt, womit er läuft. Genau, also hier steht ein Pogo-Stick, aber es ist dann sein Stock, also ist das fein. Ja. Scheiße. Gut. Frage 50 ist die letzte Frage. Es geht um Tekken. Ja. Tekken. Und das ist eine Buzzer-Frage. Wen kennen wir aus Tekken? Leute, ich wollte gerade sagen, der Typ, der immer nur den einen Move kann, das ist Eddie, die Antwort, Eddie, oder? Weiß den Jake mal gespielt. King und Paul und... Den kenne ich nicht. Wie heißt denn die Yoshimitsu? Genau. Yoshimitsu, genau. Okay. So, jetzt Yoshimitsu. Sepp. Nein. Also, es ist eine Buzzer-Frage. Ja, und Scheiße. Die Frage... Und die Frage lautet: Welcher Teil ist aktuell? Was nenne? Nenne einen spielbaren Chris. Nenne einen spielbaren Charakter. Eddie. Es ist korrekt, ja. Also. Nein! Als wenn Eddie jetzt. Nenne einen spielbaren Charakter. Echt hier? Der standardmäßig mit der Kampfkunst Capoeira kämpft, oder wie auch immer das ausspricht. Ja, und da ist Eddie einer davon. Und deswegen kriegt Christian hier verdiente 4 Punkte. Damit kommt er über die 100 Punkte und hat mit 103 Punkten diese Ausgabe gewonnen. Verdiente 4 Punkte, Alter. Doch, das war mega verdient. Das war schon verdient. Und auf dem zweiten Platz jetzt Peter mit 91 Punkten, vor Brammel mit 89 Punkten und Sepp mit 81 Punkten. Also ihr seid alle sehr, sehr nah aneinander. Eddie, das mein Arschloch, sag ich. Eine schöne Folge. Mit dem Pogo-Stick in dein Arsch. Ja, vielen Dank an Lucy fürs Vorbereiten. Ja, danke, Lucy. Und vielen Dank danke, an euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.